So, wartet hier. Ich bin Pennaro. Ich komme gleich wieder. Ist das nicht schön hier? Schöner als draußen, vermutlich. Nun etwas warm für meinen Geschmack. Ach, es erinnert doch richtig an die Heimat. Du beklagst dich auch über immer etwas. Immer ist etwas nicht in Ordnung. Es ist zu feucht, es ist zu warm. Fühlt ihr euch wohl in dieser Gegend hier? Vielleicht. Jedenfalls wohler als dort draußen. Vielleicht liegt es daran, dass mit dieser Welt halt immer etwas nicht in Ordnung ist. In der Tat. Das habt ihr übrigens erstklassig gemacht, wenn ich das sagen darf. Erinnert mich nicht dran. Je schneller ich es mir vom Blatt trinken kann, desto besser. Flamin schaut dich forschend an, Goldhand, und meint, ihr habt eine erotische Ausstrahlung, wenn ihr das tut. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, Jalan. Das hätte ich euch nicht zugetraut. Guck irgendwie zu Gott, wer sind denn? Wer wohnt in der nächsten Norden zu Isarun? Wenn ihr das meiner Frau erzählt, haben wir Probleme. Isarun beißt sich auf die Lippen. Sie sieht aus, als ob sie jeden Moment lospustet und wandelt dann den Blick ab. Jalan war noch nie so froh über die goldene Maske und konzentriert sich auf die Alan-Fahne. Ja, wir sind hier alleine. Ja. Dann auf das Fehlen der Alan-Fahne. Ja, Goldhand, ihr müsst uns unbedingt nochmal vorstellen. Vorher beiß ich auf mein eigenes Schwert. Pennaro kommt wieder hinein ins Zimmer. Den Bären müsst ihr unten lassen, aber wir können ihn in die Stallung bringen. Die Grandessa erwartet euch. Ja, danke. Soll ich mich um den Bären kümmern, Bruder? Ja, sorg dafür, dass er bestens versorgt ist. Er reagiert auf mich und gibt dir die Hand. Ja, ich gebe ihm auch die Hand. Ich reagiere immer ganz ungehalten, wenn es dem schlecht geht, aber das kennst du ja. Eisbär, ja? Ja. Ihr Basaltfäuste seid schon jemand. Ja, wir sammeln nur das Beste. Ja, so wird er dir Mira abnehmen und erstmal an so einen Holzpfosten hier im Fachwerk binden. Und sie dann hier drin stehen lassen und dann gemeinsam mit euch nach oben gehen. Es gibt über den Nebenraum eine kleine Treppe, die ziemlich schmal und steil ist. Könnt dann aber mit dem Handlauf an der Seite auch mit Rafims Gewicht nach oben treten, wobei zwei Stufen unter seinem Gewicht nachgeben. Oben angekommen könnt ihr die erste Tür des Flures offen sehen und gibt dann blickfrei auf eine weitere Stube, die ebenso gemütlich eingerichtet worden ist. Und direkt im Blick steht ein mächtiger Eichenschreibtisch. Davor einige bequeme Sessel mit Lederbezug. Auch hier gibt es einen fein geknüpften Teppich auf dem Boden, die nackten Holzdielen bedecken, als möge man die Kälte weghalten, obwohl es, wie gesagt, immer noch Ingrim bzw. Raya ist und es unglaublich warm ist, trotz des Nebels. Aber Alanfana frieren tatsächlich unter diesem Klima. An der geöffneten Tür steht eine Frau, die euch bedeutet, einzutreten. Sie mag so um die 40 Sommer zählen, hat ein schwarzes, schimmerndes Haar, ohne den Anflug einer silbernen Strähne. In den sanften Locken wählt es sich über die Schultern. Ihr Kleid scheint wohl von einem örtlichen Schneider zu sein, das kann Rafim erkennen, denn es entspricht nicht der südlichen Mode. Knöchellang mit einer Schürze und mit spitzen, hochgeschlossenen, bis zum Hals hochgeschlossen. Es ist also definitiv tobrisch, so wie Isarun es eventuell tragen würde, wenn sie dann in ihrer Baronie verweilen würde. Also es verdeckt die schlanke, feingliedrige Statur der Trägerin, die doch zweifellos attraktiv sein wird. Kommt rein! Sie weist euch dann mit ihrer beringten Hand einen Platz, die jeweils gemütlichen Stühle zu, und schließt dann die Tür, wenn ihr hineingetreten seid, setzt sich hinter den Schreibtisch, mustert euch, ein kurzer Blick, der durch den Raum geht. Das ist ein Arbeitszimmer, definitiv. An der Seite neben dem Schreibtisch steht ein schmaler Schrank mit großen abschließbaren Türen, offenbar für Briefe und Unterlagen. Und der Schreibtisch selbst wirkt sehr aufgeräumt. Die Gänsekiele und das schmale Metalllineal liegen sauber nebeneinander. An den Wänden hängen einige bemalte Holzmasken, bis ins Absurde verzerrte Gesichtszüge, grinsende, rundliche Kindergesichter, lange, augenlose Masken mit riesigen Ohren oder spitzen Kinn. Ich bin natürlich darüber informiert, wer ihr seid.
denn euer Ruf ist zu mir herangetragen. Nun wollt ihr mich sprechen. Ich freue mich darüber. Seid willkommen. Danke, Grandessa. Mein Name ist Lauredania du Pascaflorius, aber ich denke, ihr wurdet mir bereits vorgestellt. Mein Name wurde bereits genannt, als ihr wohl mit den Widerständlern spracht, korrekt? Nachrichten kommen schnell an eure Ohren. Nun, ich bin tatsächlich darüber informiert worden, dass ihr nach Mendina wollt. Und während sie das sagt, könnt ihr es ein weiteres Mal an der Tür hören. Und seht, wie wohl ein Kapitän den Raum betritt, den ihr vor kurzem erst in Kunchum erblickt habt. Götter im Himmel, Ogdan! Senores, Signorina, willkommen in Mendina, schön euch zu sehen. Schön, dass du es auch geschafft hast. Ah, si, Senor. Ich werde etwas brüsk empört, dass ihr ohne eine Verabschiedung verschwunden seid und auf der Seeadler mitgereist seid. Hm? Es gab einen, sagen wir, Zwischenfall, der unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert hat. Ja, ihr lügt etwas, aber das ist okay, das ist okay. Wollt ihr also nicht mit eurem Freund Ogdan um die Weltmeere reisen? Ja, wenn es euch beruhigt. Ich war für euer Schiff. Es war mir viel sympathischer. Das freut mich, Rafim. Hm. Ogdan, setz dich bitte. Ich habe zugestimmt, dass du dabei sein darfst. Alles andere, bitte störe uns jetzt nicht. Ja, damit setzt er sich dann auch auf einen der anderen Ledersessel und nickt euch dann nur noch zu, schweigend. Ihr habt euch also dem topischen Widerstand angeschlossen. Mehr oder minder. Ihr wisst, warum wir hier sind? Ich vermute, um Xeran zu stürzen. Immerhin seid ihr die Heptarchenschlechter. So sieht es aus. Schlechter ist so ein hässliches Wort. Aber ein wahres. Nun, nennt euch, wie ihr mögt. Euer Ruf ist zumindest durch Aventurien gedrungen und ich freue mich, dass ich euch nun endlich hier in meinem Arbeitszimmer begrüßen kann. Ich muss euch allerdings schlechte Nachrichten machen, denn Xeran befindet sich aktuell nicht hier. Ich bin mir auch sicher, dass der Widerstand dies bereits gewusst hätte. Sagt uns jetzt bitte nicht, dass er in Ilso ist. Noch nicht. Er befindet sich an der Flusswacht und versucht, die Tobimora gegen Helme Hafax, einen weiteren Heptarchen, zu verteidigen, den ihr ebenso eventuell töten könnt? Flusswacht war ein Dorf an der Tobimora, nicht wahr? Nun, richtig. Wenn ich mich nicht täusche, gab es dort auch einmal eine Brücke? Das war lange her. Die einzige Brücke. Nun, abgesehen von dessen aus Brück, aber wie man hört, traut sich dort selbst Helme Hafax nicht hin. Nun, das ist ja nur etwas weiter weg. Nein, aber es geht ihm tatsächlich wohl um Mendina und dementsprechend sind unsere Geschäfte hier bedroht. Ihr müsstet also von hier aus relativ bald in die Baronie Maus reisen. Ihr fürchtet Hafax angreifen? Früher oder später wird er sicherlich über die Tobimora übersetzen. Wie und wann auch immer, aber er ist als Feldherr ungeschlagen und wird es sicherlich schaffen. Was tut Xeran an der Front? Wie ich hörte, ist er nicht gerade ein Feldherr. Soweit ich weiß, ist er aber ein begnadeter Dämonologe. Nun, er ist Dämonologe, Artefaktmagier, Illusionist. Er kommandiert dort nicht als Feldherr gar selbst, sondern hat er für seine Männer und Frauen. Wohl aber ist er derjenige, der die Legion von Jakmonit führt. Ah, deswegen. Nichtsdestotrotz wäre er hier sicherer gewesen. Aber gut, wenn Hafax die Stadt einnähme. Nun, dies ist die Frage. Was genau würde passieren, wenn Hafax die Stadt einnähme? Und ihr seid euch darüber im Klaren, dass wenn Xeran gestürzt wird, es eben eher einfacher wird, die Stadt an sich zu reißen, anstatt schwerer. Man kann Helme Hafax wohl nicht aufhalten. Das, was er sich in den Kopf gesetzt hat, wird passieren. Welchen Grund habt ihr also, uns zu helfen? Welchen Grund ich habe? Nun, ich bin eine loyale Vertreterin und Diplomatin der 12 göttlichen Reiche. Schaut zu Rafim. Also mir reicht das. Ich sehe uns als Außenposten der Freien Lande. Ja, und ich nehme an, man hat sich auch schon abgesichert.
Was genau meint ihr? Bei Herfox. Achso. Nun, selbstverständlich. Ja. Der Patriarch Amir Honak hat immer einen Plan. Er bleibt neutral. Natürlich. Und doch bin ich hier. Um seinen Willen zu erfüllen. Das tue ich doch immer. Sie nickt. Aber wir brauchen auch noch mehr. Was wisst ihr über die Stadt? Nun, was wollt ihr wissen? Die Stadt ist reich. Viele Menschen sind sehr zufrieden. Die Steuern haben sich zwar erhöht, aber das, was man verdient, legt man wohl auf die Außenstehenden ab. Man verdient sein Geld jetzt anders. Jeder verdient mehr, jeder gibt mehr ab. Es ist alles etwas teurer geworden. Wenn Xeran im Feld ist, hat er sicherlich die meisten seiner Truppen mitgenommen. Wie viele seiner Männer sind noch in der Stadt unter Waffen unterwegs? Nun, was meint ihr damit? Wie viele seiner loyalen Männer? Das Barbaradial ist sicherlich loyal ihm gegenüber. Alle anderen könnt ihr sicherlich bestechen. Nun, sagen wir, wenn es hart auf hart kommt, wie viele Männer könnt ihr zur Verteidigung der Stadt aufbringen? Jetzt sofort. Schwierig. In der Stadt gibt es ganz grob 7.000 bis vielleicht 8.000 Menschen. Ich möchte nicht von anderen Kreaturen sprechen, die es unter der Schlammoberfläche gibt. Aber es gibt 4 Banner Helebardiere und Seesöldner, darunter unter anderem auch die Schwerter Warbarats und 30 Stadt- oder Hafengardisten. Dazu kommen die Paktiere. Kein Kleinkram. Was könnt ihr mir über die lebende Werft sagen? Wisst ihr, welche Arche dort, ich will nicht sagen vor Anker legt, aber gefangen gehalten wird? Nun, mehrere Archen, aber sie ist eigentlich geheim, zumindest das, was sich dort im Inneren abspielt. Es gibt dort wohl Schiffszimmermänner, die paktiert haben, unter anderem Chimdael Buchrariel, der zunächst einmal auf der Plagenbringer gedient hat und dann hier in der Werft geblieben ist und jetzt das Kommando an sich genommen hat. Es sind 3 Archen, aber wie sie heißen, weiß ich nicht. Kennt ihr vielleicht einen Weg hinein? Habt jemanden auf der Innenseite? Nein. Nun gut. Was wisst ihr über den Effa-Tempel? Den ehemaligen Effa-Tempel? Er war im Hafen, richtig? Nun, der Hafen hat sich verändert. Es ist ein schwimmender Handelsplatz. Für all die Dinge, die man nicht am Festland handeln kann. Man hat uns berichtet, dass ihr uns eine diplomatische Immunität ausstellen könntet, damit wir in der Stadt nicht behelligt werden. Wäre das möglich? Eine diplomatische Immunität, die werdet ihr nur in der Rabengasse bekommen, wenn ihr durch die Tore tretet. Aber dort draußen seid ihr wohl auf euch alleine gestellt. Es kommt natürlich darauf an, mit wem ihr euch verscherzt. Der eine oder andere mag sich bestechen lassen, wieder andere mögen euch direkt hinrichten. Vor allem die Magdalenata tun dies gerne. Auch wenn sie Xeran keine Treue halten, aber wenn sie in den Blutrausch geraten, dann könnt ihr wenig mit Geld ausrichten. Charmant. Und wie viele von denen sind gerade in der Stadt? Schwierig zu sagen. Eine Kika Bärenfang, die Hauptfrau, würde sagen 10. Und die halten sich größtenteils in ihrem, wie, Tempel, Ordenshaus auf? Der ehemalige Rondra-Tempel. Ja, das habe ich schon gedacht. Tja, wohl ja. Sie glauben nicht an die Borbert-Kirche, so wie sie von Xeran gelehrt wird, und sicherlich auch das Schicksal von ihm ist ihnen relativ egal. Ich gehe auch davon aus, dass es früher oder später dazu kommen wird, dass der Rest der militärischen Truppenbewegung Xeran verraten wird und sie dann eher an Helm Hafax sich hängen. Sie sind nicht sehr loyal. Ich schiel noch mal über meine Schulter zu Rafim rüber. Es sind nur 10, wisst ihr? Ja, aber 10 Bekloppte mit Schwertern. Und ich nehme mal an, ihr braucht alle eure Männer, um die Rabengasse zu sichern. Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. Wir sind ein Außenposten der Freien Lande und führen von hier aus keine
Kommandomission, das tut mir leid. Wir müssen ja nicht alle gleichzeitig. Signore, Signorina, wenn ihr mögt, dann schließe ich mich eurem Befreiungskampf gerne an. Ich bin nur ein einfacher Pirat, ein einfacher Kapitän. Warte ich schon einmal im Goldenen Haus? Ich? Nein. Kennt ihr jemand? Nun, wenn ihr das Goldene Haus betreten mögt, warum auch immer, denn Xeran hält sich wohl unseren Spionen nach nicht hier auf, dann braucht ihr so etwas wie ein Passierschreiben. Und wer stellt solche Schreiben aus? Alles hat seinen Wert. Bedeutet? Aber wenn Xeran euch selbst kein Schreiben aushändigt, und ich gehe nicht davon aus, dass er dies tut, dann werdet ihr sicherlich eins fälschen müssen. Und ihr kennt dann natürlich jemanden? Natürlich. Wir können zwar selbst gut fälschen, aber damit es perfekt sein wird, müsstet ihr tatsächlich mit der Fälschergilde hier sprechen. Tiramnion unter anderem. Gibt es dort einen Ansprechpartner, der, sagen wir, uns grundsätzlich sympathisch gegenübersteht? Wahrscheinlich der Meister selbst. Allerdings solltet ihr vorsichtig bei ihm sein. Er tut nichts umsonst. Er ist kein Paktierer, so wie ihr mit der goldenen Hand, sondern... Vorgeblich. Sondern paktiert mit schleueren Mächten. Damit ist er besonders gefährlich. Der Erzfeind der Hesinde. Aber man kann ihm vertrauen, soweit das ein Alanfana ebenso sagt. Sagen wir so, er ist sympathisch und humorvoll. Er ist ein Täuscher. Genau wie sein Herr. Sympathisch und humorvoll. Wir danken euch für die Empfehlung. Ich bin mir sicher, sie wird uns. Ihr solltet nur, wenn ihr mit ihm redet, nicht vergessen, dass er mit dem Erzdämon im Bunde steht. Ich bin mir sicher, es wird uns hoffentlich zum Vorteil gereichen. Hat noch jemand Fragen an die gute Frau? Wir wollen ihre wertvolle Zeit schließlich nicht vergeuden. Könnt ihr uns eine, nun ja, sichere Unterkunft besorgen oder auf eine solche verweisen? Nun, ihr könnt in der Rahmengasse nächtigen als Freunde in Mission, in diplomatischer Mission, sicherlich. Ja, was wisst ihr über den Travia-Tempel? Verbündete, würde ich sagen. Die Travia-geweihte Mutter Rotkunde, sowie auch die Fleischerzunft unter ihrem Zunftmeister Vistorio. Man kann ihnen im Notfall vertrauen. Auch die Hafenmeisterin Harika Eibenstamm und die örtliche Vertreterin der... Sie gelten nicht als Freunde von Xeran und lassen sich zu einem Zweckbündnis bewegen. Im Notfall. Wisst ihr, ob der Tempel noch geweiht ist? Meines Wissens ja. Allerdings konnte ich das nicht überprüfen. Dann sollte zumindest ich mich von dort wohl fernhalten. Wäre ein komischer Anblick, wenn ein Paktierer in einen Tempel spaziert, ey. Nun, es ist nicht verboten, Tempel zu besitzen. Sie müssen nur höhere Steuern bezahlen, da sie dann unter das Kirchenrecht fallen. Aber Recht und Gesetz ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt eine Gerichtsordnung, die auch durch die Stadt gerade dann durchgesetzt wird, aber bei kleineren Vergehen drückt man dann gegen ein paar Silber ein Auge zu. Die Gerichtsordnung existiert vor allem zur Abschreckung und vor schwerem Eigentums- oder Gewaltverbrechen. Ihr solltet also keine Menschen töten oder verstümmeln. Dann ist es wohl kein Recht, sondern immer noch Tyrannei. Und sie kleidet sich nur in ein prächtigeres Gewand. Nun, es gibt einen gar lustigen Spruch, den ich immer ganz gerne wieder zitiere, auch wenn er von Jasmina von Dabonia kommt. Man soll das Schaf scheren und nicht schlachten. Das finde ich tatsächlich sehr passend. Nun, dann wird sie sicherlich darauf freuen, von uns geschoren zu werden, anstatt geschlachtet. Was könnt ihr uns über den Herzog von Xeran erzählen? Jetzt, da er nach Westen gezogen ist. Nun, sie belagern sich auf der einen und der anderen Seite
Es sind eine ganze Menge Soldaten. Wie viele müsste ich doch einmal in den Papieren nachgucken. Vor allem mit Dämonen, die in Artefakte gebunden sind. Illusionen, man weiß nicht genau, woran man ist. Aber allein die unbesiegbare Legion von Jakmonit macht schon einige Probleme. Auf der anderen Seite sieht es natürlich nicht anders aus mit den Bluttemplern und den Tempelgardisten von Hafax. Pferde, die er aus Ohren hat. Ich habe noch eine Frage. Warum brecht ihr nicht direkt auf in Richtung des Unersättlichen? Nun seht ihr, wenn Xeran fällt, wird innerhalb von, sagen wir, 2, höchstens 3 Wochen Hafax in die Stadt marschieren und sie in Besitz nehmen. Je mehr Schaden wir vorher anrichten könnten, desto weniger wert ist sie für ihn. Interessant. Denn täuscht euch nicht, wir sind nicht hier, um eine Befreiung zu veranstalten. Noch nicht. Dies ist nicht möglich, man kann Hafax nicht aufhalten. Man kann ihm aber Steine in den Weg rollen. Mhm. Und dies wird hoffentlich uns und allen anderen reichstreuen Kräften Zeit erkaufen. Und ich weiß nicht, um was zu tun, aber mögen etwas zu tun. Ich habe von Kiaros Carino gehört, dass ihr einst mit ihm verhandelt habt. Er war hier? Vor 2 Jahren, ja. Er ist nicht mehr in der Stadt, oder? Nein, schon lange nicht mehr. Wisst ihr, wo er hin ist? Ich habe ihn auf ein Boot gesetzt und ihn in Richtung Al-Anfa geschickt, wo er hin wollte. Da, Götterverfluchte! Ihr seid also mit Hafax bekannt? Leidlich. Vielleicht könnt ihr sich euch noch einmal mit ihm treffen, oder... ihr rammt ihm gleich den Dolch in den Rücken. Wie auch immer ihr es tut, ihr seid die Heptarchenschlechter. Ihr seid diejenigen, die den schwarzen Drachen umgebracht haben und auch wohl die Scharlachkappe. Versichere euch, Hafax ist ein gänzlich anderes Kaliber. Er scheint mir, muss ich auch sagen, weniger von seinem Pakt getrieben zu werden als die anderen. Xeran hat ja gleich einen 3. Bin gespannt zu sehen, wie sich die Dämonen um seine Seele streiten. Ja, vielleicht werdet ihr das ja sehen, dem ganzen Gewahr. Nun gut, dann hab Dank für all eure Hilfe. Gut, wie gesagt, ihr könnt hier in der Rabengasse bleiben. Im Notfall könnt ihr den Travier-Tempel aufsuchen. Die ein oder anderen Verhandlungen in der Stadt. Ihr solltet auf alle Fälle, ihr werdet so oder so auffallen, aber vielleicht solltet ihr nicht mehr als nötig auffallen, indem ihr, weiß ich nicht, für alles Geld verlangt oder für alles bezahlt. Das wird von euch erwartet. Naja. Machen wir uns verdächtig dadurch, dass wir bewaffnet sind? Die Art eurer Bewaffnung könnte für Misstrauen sorgen. Auch kann es sein, dass es über euch irgendwo Gotonkis gibt. Hier derweil nicht. Dafür haben wir gesorgt. Aber in der Stadt kann es überall passieren. Wer ist für diese Überwachung zuständig? Das Bombardial? Ich gehe davon aus. Sie müssen einige Magier beschäftigen. Der Stab der 1000 Augen ist schließlich verloren. Der Stab der 1000 Augen sagt mir nichts, aber den einen oder anderen Magier werden sie sicherlich haben, ja. Nun, so wie ich das verstehe, ist ein großes Maß an solchen Gotongis im Einsatz zu halten eine sehr kostspielige und aufwendige Geschichte. Ich habe mich nicht allzu sehr mit dem Bombardianismus beschäftigt, aber laut ihrer Religion soll wohl jeder Mensch ein Magier sein und dementsprechend kann man auch Gotongis kontrollieren. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Dieses Borba-Radial, das ist ein reiner Kultplatz, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat nichts mit der weltlichen, nun ja, dem weltlichen Reichtum zu tun. Eine gute Mischung, würde ich sagen. Es wird hier, wie gesagt, eine Religion des Borberat Xamanot etabliert, die vor allem wohl aber auch aus der Auspressung von Menschen besteht, die dann dafür bezahlen dürfen oder müssen. Aber es gibt auch Kultanhänger, die eher den Lehren von Azeri Scharlachkraut anhängen und wahre Borberadianer des Neo-Borberadianismus sind. Der Vorsteher des Tempels ist übrigens Borix Goldhand, aber der ist seit einiger Zeit verschwunden. Das ist ja dramatisch.
Kennt ihr Scharlachkraut? Nicht persönlich. Wie viele Magier sind denn in diesem Baubradial anwesend? Priester, Kultvorsteher, 3, 4 vielleicht, zusätzlich mit einigen Schülern. Wart ihr schon einmal dort? Nein. Ihr könnt mir nichts erzählen über dieses... Von außen habe ich es selbstverständlich gesehen, direkt neben dem Goldenen Haus, aber nein, ich betrete ein solches Etablissement nicht. Ich bleibe weiterhin neutral und gebe mich nicht in die Hände von den Baktierern. Auch die anderen Anfahrer tun das nicht. Ihr seid weise. Nun, noch einmal, haben Dank für all eure Hilfe. Wir werden uns nun erst einmal zurückziehen und Pläne machen. Nun, die Rabengasse steht euch offen und wenn ihr mögt, unten werdet ihr euch sicherlich unterhalten können. Der Tisch mag euch zur Verfügung stehen. Danke sehr. Bohren mit euch. Wenn ihr was braucht, könnt ihr auch mit dem Kapitän sprechen. Si, Signora. Damit wird die Tür wieder geöffnet und ihr könnt nach draußen treten, wenn ihr mögt. So, dann sammeln wir uns dann in diesem Zimmer. Ja, die Treppe wieder nach draußen treten. Mira wurde wohl mittlerweile neben in die Stallung gebracht und eure Kiste wird dort ebenso abgestellt sein. Ah, ganz wie in altem Zaltern, nicht wahr? Wieder auf Abenteuer. Ich freue mich. Wieder auf Abenteuer. Seltsam, bin ich echt der Einzige, der diese Frau so vertrauenswürdig aufnahm, dass ich bis jetzt gerade mir keine Sorgen um die Kiste gemacht habe? Du hast nur Edelsteine. Nun, sie sind unsere einzigen Finanzmittel, die wir haben. Ohne wären wir aufgeschmissen. Ja, ich möchte euch nicht enttäuschen, aber das ist halt nichts. Die Kaiserin klaut dir auch nicht deine 2 Dukaten. Im derzeitigen Stand der Staatskasse wäre ich da nicht so sicher drüber. Ich mir auch nicht.